Julian, merk dir mal, wenn ein Bus hinter dir steht und du kommst nicht richtig raus, ja? Ja. Und der will nicht fahren, mach einfach die Tür wieder auf, dann fährt er vorbei. So, darf ich jetzt? Danke. Ich weiß, dass die Umsi-KI manche Parameter wirklich wahrnimmt, was wie Lichthupe und so Krankenwagen und Blinker zum Beispiel. Bus macht die Tür auf scheinbar auch. Aber ich wusste nicht, dass... ich auch nicht. Das war mir gänzlich neu. Mir auch. Lern's nie aus. Auch nach 4 Jahren Umsi. Nö. Ich hab noch nie ein Spiel so lange gespielt wie Umsi. Ich bin so gespannt, wie lange wir dran bei Lotus hängen. Job, wenn Lotus das wird, was die sich daraus erhoffen, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn Lotus gut wird, weiß man nicht. Aber wenn Lotus nicht gut wird... Also für mich ist das ganz steht und fällt das mit dem Busteil in Lotus. Wenn der Busteil so ist, wie ich ihn gewohnt bin, bin ich zufrieden. Ja, was ist dann? Achso. Dann bin ich zufrieden. Busteil gewohnt, mit guter Grafik bin ich vollauf zufrieden. Wenn ich aber irgendwie das Gefühl bekomme, dass die Bussimulation dann nachlässt, weil überladen mit Zugsimulation, dann... finde ich das nicht so geil, weil ich bin jetzt mittlerweile eher so der Busfreund. Achso. Einmal Kurzstrecke. Also das, du meinst jetzt, dass es zu sehr zuglastig und so wird im Prinzip. Wenn sie sich zu sehr darauf oder funktionieren, ja. Dass die Züge... das ist so, er ist immer so goldig, wenn er müde ist. Das rufen Support an, ey. So... die sich zu sehr konzentrieren darauf, dass die Züge und der ganze Grafikquatsch da gut funktioniert und den Bus-Simulationsteil vernachlässigen, was jetzt Sound-Engine und Physik-Engine angeht, dann fände ich das schon ziemlich doof, weil dann würde ich für einen Bus-Simulationsteil definitiv bei Omsi bleiben. Ich werde auch Omsi jetzt noch nicht sofort in die Ecke treten, wenn Lotus rauskommt. Nee, das auf keinen Fall. Ich meine, wir sind ja auch so ein bisschen noch in der Projektentwicklung, ne? Ja. Das wird auch weitergehen bei Omsi, das steht mal fest. So. Lotus muss man sich wieder einarbeiten, dann weißt du auch nicht letztlich, wie es dann funktioniert. Und bei Omsi sind wir halt auch irgendwo in der Materie drin. Das Einzige, was du wüsstest, wäre, die Busse werden in X3D exportiert. Mehr weiß man nicht. Ja. Mehr weiß man nicht. So, und du musst eine komplett natürlich neue Skriptsprache lernen. Du musst, nichts Genaues weiß man nicht. Vielleicht die Texturen anders machen. Das ist, Gut, ich sag mal, was beim Busbau jetzt zum Beispiel sehr praktisch wäre, wenn man ein bisschen weniger auf den Polycount achten müsste. Das wäre natürlich durchaus super praktisch. Ja. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Geradeaus, ah ja. Nee. Hä? Doch. Doch. Kann das sein, dass wir da sind? Nee, das ist der Hauptbahnhof. Ach, ZOB hatten wir ja, genau. Ja, das ist noch ein Stück. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, hallo. Das Abend hab selbst ich hier durch deine Kopfhörer. Hä? Das Abend hallo. Hab ich durch deine Kopfhörer gehört. Wo wollte da noch einer? Guten Abend. Wollte da noch einer rein? Ich hatte jetzt schon gedrückt. Nee. Ja, hat der Carsten sich beim Scania auch beschwert, dass da immer welche erst nachträglich noch einsteigen. Aber die Theorie, die ich jetzt gerade in diesem Moment mal aufgestellt habe, ist vielleicht, weil man sieht die Tür so schlecht, vielleicht stehen die da die ganze Zeit und du machst einfach zu, weil dir keiner direkt vor der Fresse steht. Das Problem ist, das stört mich auch ein bisschen. Also das ist mein Problem. Nee, warte mal, da müssen wir lang. Nee, fahr einfach links. Deine Probleme möchte wieso ich. Wieso links? An die Bus. Du, ach, der fährt durch den anderen durch. Alles gut. Ja. Nur wenn ich komme, da fahren sie dann in mich rein. Das ist normal. Ich muss doch in den Kreisverkehr, das ist doch richtig. Ja. Ja, weil du sagst an die links. Ja, ich weiß, es war Schwachsinn, weil der Bus da rechts von dir links blinkt. Links kann man anklicken. Leute, ich möchte gerne einfach jetzt mal fahren. Darf ich bitte? Dankeschön. Da kommt eine Flora. Ein Schwein sein in dieser Welt. Sein Schwein, fahr. Alter. Ich werd wahnsinnig.
müssen Sie doch sehen. Hallo, ich möchte gerne hier raus. Ich bin heute mit einem Bus gefahren. Der hatte ein extrem geiles Matrix-Problem. Es war eine LED-Matrix. So, ihr wisst ja in etwa, so eine Liniennummer bei LED-Matrizen umfasst ja meistens oh nein. mehrere Dots in einer Spalte. Ne? Oder Zeile. So. Manchmal, ja. So, hast ja nicht nur einen Dot pro, sag ich mal, ne? So, und das war jetzt dann Liniennummer richtig klein, also kleinste Skalierung für eine LED-Matrix geschrieben. Die war sehr gut lesbar. Irgendwo oben links in der Ecke stand ganz klein eine Liniennummer. Frag mich nicht, warum das so war. Warum war das so? Keine Ahnung. Ich kenne das höchstens bei den Flipdot-Matrizen, dass die mal irgendwie total rumspinnen und dann vorne nur noch Matsche ist, aber bei LED habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt, dass man da irgendwie so Fehler hat. Aber die war einfach komplett falsch formatiert. Das hat er noch nicht erlebt. Oh. Ich muss sagen, hier im Innenstadtbereich ist es jetzt irgendwie besser fahrbar als im Überlandbereich. Wahrscheinlich, weil die Straßen besser sind, oder? Und weniger Kreuzung. Vom Verlegten her halt auch. So, jetzt achte man auf die Tür und versuche festzustellen, laufen Leute rein oder nicht. Hallo. Guck im Spiegel. Da kommt ein Arm. Stimmt. Ah, der Checkcode, der hat's drauf. Ich weiß. Scheiße, jetzt habe ich ihn auch noch bestätigt. Ja, damit hättest du rechnen müssen. Und ihn lobst du, ich weiß. Ja, ich weiß. Genau. Okay. Warum ist da links eine Haltestelle und rechts nicht? Weil die rechts, die war, wo du gerade gehalten hast. Ach so. Ich hätte jetzt gesagt, weil Baum. Weil Baum, weil Strauch, weil Pedobär. Julian, bist du hier schon mal gefahren? No, Sir. Ich bin da schon gefahren. Weil da gerade ein Schäferpfeiler stand. Ich dachte, der Julian wäre da schon lang gekommen. Nee, du hättest abbiegen müssen. Ich weiß. Das ist schön. Ich dachte, ich sag's dir mal. Deswegen bin ich jetzt minimalistisch noch rückwärts gefahren, bevor der Bus hinter mir erschienen ist. Ja, aber du hast einen Linienbus. Du hast einen Omnibus, da kommst du rum. Ja, wenn ich so weit vorne stehe, da wäre ich jetzt nicht rumgekommen. Knapp vielleicht. Das wäre knapp gewesen. Knapp, aber die Dinger haben halt eine extrem krasse Lenkung, ne? Man verschätzt sich auch sehr schnell. Man verschätzt sich schnell, aber die haben wirklich eine krassere Lenkung, als man denkt. Bin mal gespannt, ob die Herrschaften zu mir kommen. Ich stehe nämlich ziemlich weit vorne. Bleibst du stehen, Kollege? Der bleibt schon stehen. Sein irgendwann, auch wenn es vielleicht in deinem Bus ist, aber er bleibt stehen. So, kommen da noch Wems oder nicht? Hallo. Ob da noch Wems kommt. Ja, hallo. Hallo. Mahatma. Mahatma? Gandhi? Mhm. Nee, ein anderer. Ein anderer? Ja. Der von den anderen. Lost der und im so. Anzug. Also Chakoten, kennst du Lost? Nee. Ach, dann hast du das jetzt auch nicht verstanden. Die anderen und so. Egal. Hab ich weg da, Geronimo! Jawohl. Am besten jetzt noch beide weggeballert. Dann wäre noch. Nee, das war alles kalkuliert. War kalkuliert. Ich weich dir aus. Auf einmal steht der in dir drin, ich sag dir. Ich hab heute Angst vor LKWs, das ist. Spotte niemals LKWs, die werden sich böse rächen. Hier. Echt? Ja, kleiner Funfact, ne? Ja, guck mal auf den Blinker. Oh. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte. Ja, ist gut hier. Da. Nein, ist zu spät. Schön. Er wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Nein! Macht man sowas? Ich will eigentlich nur noch, dass sie irgendwann gehen. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ach, ist egal. Oh. Möglich wäre, dass sie irgendwann einfach gehen. Die Straße ist aber ein bisschen weiter links. Ja, ist gut.
Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich vor einer Ampel fahre und die wird gerade rot und ich tue noch so ein bisschen nach rechts lenken, dass der Bus dann eher stehen bleibt. Ein Irrglaube. Oh Gott. Ach du. Nee. Mm-mm. Fahr außenrum, wollte ich auch gerade sagen. Ist zwar sehr verkehrskonform, ich weiß, aber ist mir jetzt gerade Wumpe. So. Kam ja nix. Eben. Kam nix. Erschien nix. Es ist nix erschienen. Achso. Ist ja langweilig. Den Bus jetzt als Solo-Bus, das wäre cool. Meinst du? Ja. So, jetzt gucken wir auf den Blinker außen. Hä? Ja, ist schon wieder zu spät. Was denn? So, wenn du jetzt den Blinker außen ausmachst. Ja. Und den Blinker links reinmachst. Na, fällt dir weiter auf? Hier geht's Licht an. Ja. Und wenn du es links machst, wenn du blinkst, dann... du blinkst machst. Ist das normal? Links? Ja, das ist richtig. Und wenn du blinkst, dann geht der Tag vielleicht dunkler. Aha. Wo muss ich ihn lang? Da. Geradeaus. Ich glaube, ich habe mein Lenkrad überlastet. Das ist total locker hier auf ihrem... Auf dem Wheelstand. Wenn du jetzt später wieder zusammenklappt, während du fährst, dann hast du das erreicht. Es neigt sich minimalistisch nach links, wenn ich es nach rechts drehe. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Nächste Haltestelle. Vergiss es. Du kannst da jetzt meinen Kopf nicht mehr so beanspruchen. Es neigt sich nach links, wenn es nach rechts geht. Ja, in der vertikalen und in der horizontalen. Julian, ich stell mir gerade vor, wie du da sitzt mit so einer Glühbirne über dem Kopf. Bin ich richtig? Ja. Oh, guck mal, der will schon raus. Was? Ich guck mal, wie der da steht. Oh. Guck mal, Marc macht zum Bus-Surfing. Ich würde mal sagen, da sind die Passenger-Passes aber auch nicht die besten, oder? Sag dich mal durch, der soll sich nicht von außen an die Tür hängen, wenn der Schüler fahren ermäßigt. Vielleicht habe ich die Türen zu früh zugemacht, der hängt noch fest oder so. Ach Quatsch, Schüler fahren ermäßigt, der soll gefälligst vorne einsteigen und ein Ticket kaufen. Schweinerei, ey. Schwarzfahrer. Ja. Nein, das ist kein Schwarzfahrer. Der Schwarzfahrer sieht anders aus. Naja, ich hab's ja diesmal nicht gesagt, ne? So. Was? Nee. Du hättest ja auch gesagt, hallo Schwarzbrot. Das hättest du gesagt. Da kriegt die Tür vor Schreck eine Störung. 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 Beseitigt. Störung beseitigt. Störung beseitigt. Störung beseitigt. Julian? Knall dem Chicot mal eine. Nein, das macht der Julian. Der haut zurück. Du bist doch stärker. Der hat aber einen Schraubenzieher in der Hand. Der kann mich böse verletzen. Nicht nur einen. Nimm hinten die eine Stange, reiße aus dem Boden und wehr dich. Ich hantiere gerade sogar mit zwei Schraubenziehern, Julian. Schwester, Tupfer. Nächste Haltestelle. Ich biege gerade die Feder ein bisschen auf. Altstadt. Umsteigemöglichkeit zur Linie 400. Nachdem ich festgestellt habe, dass sie das Lenkrad nicht wieder hundertprozentig hochstellt, habe ich mir gedacht. Julian, ich habe gute Nachrichten für dich. Ja. Wir sind gleich da. Ich habe auch gute Nachrichten für mich. Wenn ich mal einen Elektriker brauche, dann frage ich einfach den Chakoti. Du zahlst du. Oh nee. Das Schlimmste kommt wieder zum Schluss. Ich hab's befürchtet. Ja, an die nee, Arbeit ist gut umsonst. Kasten Bier bezahle ich. Du Scheiße. Nee, das reicht nicht. Ich weiß nicht, wie man auf eine Idee kommt, so eine Einfahrt zu bauen hier. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Das war was, wo ich gehofft habe, mit der neuen Version würde die mal irgendwie wegfallen, aber... Die bleibt. Oh Gott, wo muss ich denn jetzt hin? 4, 5, 9. Da vorne. Da. Geradeaus durch. Mitte, in die Mitte einfach rein. Geradeaus durch. Es wäre durchaus besser, wären hier nicht die ganzen gelben Pfeile, aber egal. Damit hat dieser Bus sein Fahrziel erreicht und endet dort. Bitte alle aussteigen. Na, du hast vergessen, die Wertsachen mitzunehmen.
Bitte, genau, nehmen Sie Ihre Wertsachen mit. Also Julian, dein iPhone kannst du liegen lassen. Und die persönlichen Gegenstände, Julian. So. Was ist damit? Die hast du jetzt vergessen. Ach, wir sind nur 11 Minuten zu spät, das geht. Also doch 45 Minuten. Ich glaube, ich fahre spaßhalber das nächste Mal nochmal diese Linie hier. Mit einem Solobus. Und guck mal, ob ich es mit dem Solobus ein bisschen besser hinbekomme. Also irgendwie mit dem Scania war das, glaube ich, nicht die beste Route. Oder die beste Routenwahl. Ja. Warum ist die Matrix aus? Weil der Bus aus ist. Ach so. Ich hätte aber vielleicht die Leute noch rauslassen sollen. Hast du doch. Hab ich das? Ja, hast du doch. Warte mal, warum die da alle auf dem Bussteig rumgammeln. Warum motzt du dann, dass die Matrix aus ist? So. Ja, wir sind da. Es war wieder mal katastrophal. Ja. Macht aber nichts. Ist ja hier halt so, ne? Ihr kennt mich ja. Ja, und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal nochmal auf der 456 mit einem anderen Bus. Oder wir machen das jetzt so. Ich verspreche euch hiermit, wir fahren die Linie nochmal in die andere Richtung. Und ihr schreibt mir unter das Video bitte mal, mit welchem Bus ihr das sehen möchtet. Machen wir das doch so. Das ne? war ein böser Fehler. Nein. Die Leute werden mit Sicherheit einen Bus nehmen, der besser fahrbar ist als der Scania auf der Linie. Ich hoffe, ich vertraue einfach mal auf meine Zuschauer, ja? C2GXXL sehe ich jetzt schon kommen. Ein Bus, der besser fahrbar ist, Julian. Ja. Und ihr beiden habt dann, wenn das feststeht, welcher Bus das ist, die Ehre und dürft nochmal mitfahren. Ich bin krank. Ist mir egal. So, ja. Bist du immer, Julian. Ja, ich weiß. Ich sag danke fürs Zusehen. Ihr könnt gerne wieder einschalten, wenn es euch Spaß gemacht haben sollte oder so. Ja? Und die beiden Deppen da auf der anderen Seite der Leitung haben das letzte Wort. Ich sag schon mal so, ich tritt jetzt meine Schicht als Matratzen-Horchdienstbeauftragter an. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, schöne Ostern, schöne Weihnachten, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sind wir fertig? Nein, die Aufnahme läuft noch. Der Andi immer. Tschö. Ich versuche mich gerade an logischem Denken. Warte mal, der ist jetzt komplett auf Null.